Moin moin ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des FIFA WM Orakels 2014. Mit mir, dem Jay, und dem Didi von Didi moin. Der Denker, genau, vom Kanal Didi der Denker. Das ist ein riesiges FIFA WM Orakel, das wir da geplant haben mit vielen verschiedenen YouTubern. Jeder hat eine eigene Mannschaft zugelost bekommen. Ich habe jetzt Brasilien dazu gelost bekommen. Der Didi hat Kroatien dazu gelost bekommen. Oh. Und wir spielen hier fett jetzt Orakel Power quasi. Es gibt dicke fette hier. Wir haben 32 verschiedene Mannschaften, 4 Mannschaften pro Gruppe. Das heißt, jeder von uns wird jetzt quasi 3 Spiele machen erstmal in der Vorrunde. Also genau. Ich jetzt beispielsweise das erste Spiel gegen Kroatien, gegen Didi. Dann noch, was haben wir noch in Gruppe A jetzt? Beispielsweise Mexiko. Kamerun. Genau, Mexiko und Kamerun. Kamerun wird gespielt von Grenz LP und Mexiko von B-Part Gaming, von Taz. Also Taz von B-Part Gaming. Und wir werden jetzt einfach mal gucken, was hier alles so abgeht. Und auf jeden Fall herzlich willkommen dann Didi, ne, sozusagen. Ja, danke schön. Warte mal, ich merke hier gerade, ich muss mal ganz kurz den Sound leiser stellen, weil sonst verstehe ich dich fast gar nicht. Das ist natürlich scheiße. Okay. Warte mal, wo ist denn hier Spieleinstellungen? Also ich kann einfach mal sagen, Kroatien gibt's eigentlich nicht bei FIFA. Aus dem Creation Center habe ich mir das Ganze einfach runtergeladen. Und wir haben jetzt einfach im Online-Freundschaftsspiel als Mannschaftstyp individuell statt online genommen. Und jetzt kann ich damit spielen. Ja, genau, das ist ganz cool. Ganz gut. Genau, das ist ganz geil. Also wir hatten halt erstmal das Problem, dass 9 Mannschaften nicht vorhanden sind im FIFA von den internationalen. Halt sowas wie Honduras, Costa Rica, gut, das kann ich auch verstehen. Aber sowas wie Kroatien ist natürlich heftig, dass es sowas nicht gibt. Japan gibt es nicht. Das sind halt größere Mannschaften schon, denen man was zutrauen kann. Und ja, aber dafür gibt's halt das Creation Center, wo dann irgendwelche Leute das dann hochladen können, genau. Die Mannschaften. Dann können da auch da zocken, das ist ganz cool. Deswegen ist mein Logo ein bisschen kacke, aber das soll uns ja nicht hindern. Nee, das ist egal, du kannst trotzdem mit Olic, Modric und Rakitic und hast du nicht gesehen spielen. Ja. Ich habe jetzt seit Ewigkeiten kein FIFA mehr gezockt. Wie ist denn deine FIFA-Power so? Auf dem PC gar nicht. Ja gut, PC. Wir spielen alle auf dem PC. Das war das Einfachste für alle YouTuber, weil nicht alle haben eine PS3, nicht alle haben eine PS4 oder eine Xbox oder sowas. Und PC hat eigentlich jeder. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, damit das einfacher ist, machen wir jeder dann FIFA schön auf dem PC. Oh, ich hab gerade nur 25 Frames. Das nervt ein bisschen. Das kann ich verstehen. Aber hier gibt's keine Ausreden. Nein, hier gibt's keine Ausreden. So was gibt es hier nicht. Nee. Was tippst du denn? Oh, in echt oder hier? Ja, natürlich in echt, hallo. Da tippe ich auf ein 3-1 für Brasilien. 3-1? Eröffnungsspiel, ja, da ist eine gute Stimmung, denke ich. Naja, das wird die Brasilianer, die werden richtig heiß sein. Boah, wird. Ich glaube, die geilen Samba-Tänzerinnen. Ich glaube, das wird ein knackiges 3-0. Also die werden richtig abgehen, die Brasilianer. Der Neymar, okay. Fred. Ich glaube schon, dass die da irgendwie so. Der Fred macht 2 Buden und der Neymar macht 1. Ho! Jetzt kommt. Ja. Nein! No! Mandzukic, ey. Bei meinen Innings-Spielen, nenne ich sie einfach mal, haben nur Olic und Modric getroffen. Ja, das reicht ja. Mandzukic also, gar nichts. Sven! Fallrückzieher. Die klären alle per Fallrückzieher, ist mir aufgefallen. Das ist total komisch. Boah, ich hab so lange kein FIFA mehr gezockt. Das ist so ungewohnt wieder. Das könnte mein Vorteil sein. Ja, das könnte eine Chance sein, das ist wohl wahr. Aber jetzt, wo wieder Fußball ist, zocken wir. Oh, das war Stein! Ja. Auf komm, Marcelo! Setz dich durch. Ich darf keine dummen Fehler machen, das ist mein Tod, ey. Nach vorne kommen wird schwierig. Ja, das ist wohl wahr. Oh, jawohl. Der Torwart ist übrigens mein schlechtester Spieler. Von der Stärke her. Ich glaube 73. Ja, 73. Ach, da kann ich ja einfach mal von der Mittellinie ausschießen am besten, oder? Kann ich ja mal probieren. Ich habe gegen der Torwart von Ghana ist gut. Oh, was ein schöner Pass! Der ist nur. Schieß ihn doch weg! Warum grinschen der? Nein! Schieß! Ach komm! Oh. Nee, der Torwart von Ghana ist gut. Der ist nur Stärke 69, aber der hat gestern alles gegen mich gehalten.
Boah. Schade. Erstmal weit raus. Ich habe mir im Vorfeld sogar die Nationalhymne von Kroatien angehört. Aber auswendig kann ich das dann trotzdem nicht. Wie, du kannst jetzt nicht die kroatische Nationalhymne mitsingen? Also das geht ja gar nicht. So mit Lyrics und Melodie, aber nee, das klappt nicht. Das lasse ich lieber. Ich weiß gar nicht, was die brasilianische ist. Also die italienische, die ist nur halbwegs cool. Ja, ja, genau. Die kann man eigentlich so Formel 1 und so. Ja, genau, von Formel 1 noch, das stimmt. Von Ferrari damals. Das hat man ja quasi jedes Wochenende dann gehört. Ja. Was mache ich denn jetzt? Da oben lang. So, Fred, das war mal ein geil. Der ist auch schon in die Jahre gekommen. Alter. Sirna, ja, den kenne ich irgendwoher. Der ist Stärke 80. Das ist doch geil. Also Kroatien ist echt keine schlechte Mannschaft, ohne Scheiß. Nee. Aber mein Geheimfavorit ist ehrlich gesagt Belgien. Belgien? Ja, Belgien ist richtig. Belgien hat richtig gute Spieler. Hm. Der Hazard und De Bruyne. Der oder Fellaini auch, ne? Fellaini, ja, stimmt. Krass. Vertonghen. Oder so, wie er auch heißt. Ja, ja, genau, der Verteidiger. Die haben eigentlich ziemlich krasse Spieler. Da freue ich mich auch schon drauf. Also wäre geil, wenn Belgien halt weiterkommt, weil er halt mal so ein Underdog ist und nicht halt diese Standardmannschaften. Ja, wäre geil, wenn halt so eine. Wahrscheinlich letztendlich, ne? So eine Underdog-Mannschaft kommt. Wir nehmen das Spiel schon alles ein bisschen im Voraus auf. Heute, was haben wir heute? Den 8. Mai, 8. ja? Heute ist das vorläufige WM-Aufgebot von der deutschen Nationalmannschaft ernannt worden. Da ist der Gomez, der ist rausgeflogen. Hast du seinen Post gelesen? Nee, war der bei Facebook oder was? Hat der einen Post dazu gelesen? Ja, hat, und auf Bild haben sie dieses mit hässlichste Saison des Jahres, weil er hat ja auch in seinem Verein nichts gewonnen und sowas. Und die ganzen Rückschläge hat er so einen langen Post gemacht. Ja gut, ich kann das, also ich finde das ehrlich gesagt auch ziemlich gut, dass der Löwy nicht mitgenommen hat, weil es ist wirklich, der hat ja keine Spielpraxis. Praxis. Geht ja gar nicht. So, jetzt kommt Ecke hier, machen rein. Bitte nicht. Nein! Ja! Oh! 1:0! David Luiz, nice! Oh, der ist einfach so gut, auch in echt. Ja, oh, also Mann. Brasilien ist auch Top-Favorit, definitiv. Oh ja. Was denkst du? Macht Deutschland was? Oder? Eher tja, nicht so? Das ist schwer zu sagen. Also es kommt drauf an, wer spielt, ehrlich gesagt. Also, ja. Ne? Es kommt jetzt auch drauf an, wie, ja, ich glaube schon, also eine Chance auf jeden Fall. Also sieht das jetzt, also ne, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwann nochmal was Besseres auf die Beine gestellt kriegen. Wir bräuchten vielleicht irgendwie so einen, weiß ich nicht, Mandzukic oder einen Lewandowski als Stürmer. Noch, also ich, Klose ist jetzt auch lange verletzt gewesen, das ist auch nicht so geil, sonst muss halt irgendwie Götze oder Müller oder was weiß ich wer stürmen. Also ich weiß nicht, ob ich von Klose so viel halten kann. Der ist halt auch in die Jahre. Kommt auch gekommen. In die Jahre. Ja. So, komm. Na. Was lädst du eigentlich noch so auf deinem Kanal sonst hoch? Da kannst du mal ein bisschen was erzählen, vielleicht kenne ich ja auch manche gar nicht. Ja, das ist bei euch wohl, bei euch sollte es wahrscheinlicher sein, dass sie mich vielleicht kennen, weil ich mache die Best-ofs von euch. Zweimal pro Woche kommen da ein paar Videos und so, ich sag mal, 8 bis 10 Minuten Länge versuche ich immer. Und von Montag bis Freitag kommt jeden Tag jeweils ein Let's Play-Video. Im Moment habe ich da Battlefield und Titanfall, war auch schon der Sieg und Dota mit dabei. Also du bist eher so der Baller-Mensch, oder was? Ja, schon eher. Ich hatte halt früher viel FIFA gespielt, deswegen ist das jetzt nochmal so. Aber das nehme ich halt nicht auf, das spiele ich auch nur auf der Konsole und da... Nein! Kann ich auch noch nicht, auf der Konsole nehme ich nicht auf und ja. So ja, halt die Multiplayer. Ich habe bisher noch keinen Singleplayer gemacht. Im Januar habe ich sogar mit den Let's Plays erst angefangen. Ach, erst im Januar? Du bist ja noch ein richtiger Neuling dann. Ein Frischling sozusagen. Nein! Boah! Also, hier so Nachlässigkeiten in der Abwehr, ey. Was ist denn hier los? Eieieiei. Das hätte das 1-1 sein können. Eigentlich müssen, würde ich sagen. Aber nein. Ja, vielleicht auch müssen. Also, war ein bisschen unplatziert, aber sonst war das schon ganz schön schön. Also, ja. 1:0, da geht mehr. Da könnte mehr kommen. 10 Schüsse hast du und ich 3. Ja gut, ich habe auch nur ein Tor, ne? Es ist nur alles offen. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Mal gucken, ich habe hier den Verteidiger
Nee, 69 Tempo lohnt sich nicht, den einzuwechseln. Weiter geht's. Also die Kroaten, die sind echt nicht zu unterschätzen, beziehungsweise deine Skills. Das will ich jetzt so nicht sagen. Ach komm, setz dich doch mal du. Oh, 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 oh Alter. Leggy, leg, leg. Die Legs hatte ich auch. Ja gut, das ist man von FIFA gewöhnt. Das ist halt so. Das ist halt so. So, komm, aber du hast die schnelleren Spieler. Vor allem hat, ohne Scheiß, Brasilien Nein. hat so eine mega krasse Abwehr. Die haben ja, ich habe jetzt nicht mal Dante drin. Ich könnte auch noch Dante einwechseln. Und Felipe Santana, spielt der? Nee, der spielt, also ich habe jetzt einfach das genommen, was jetzt hier in FIFA quasi in dem Standardkader jetzt drin ist. Ach ja, du hast der, was, Thiago Silva und Thiago David Silva Lewis, ne? Und David Luiz, genau. Dann habe ich Dani Alves und Marcelo, also das sind eigentlich nur krasse Spieler. Oh. Wow. Ja, mit Hernandez kann man ja auch mal einen Fernschuss testen. Ne? Ja. Also ich hatte jetzt das Problem. Ja? Ja, nee, erzähl. Ich hatte jetzt das Problem, ich konnte mir so kurzfristig keinen Adapter mehr holen für meinen Xbox-Controller, mit dem ich eigentlich spiele. Weil das Play-in-Charge-Kit, was ich dazu habe zum Aufladen, damit kann man das nicht mit dem PC verbinden, den Controller. Und jetzt spiele ich mit so einem komischen alten PC-Teil, habe mich jetzt aber eigentlich dran gewöhnt. Also irgendwie hält er doch gar nicht so schlecht dafür. Ich dachte, man könnte echt mal so ein paar Fernschüsse drauf schießen, aber nicht zu buchen. Der hält. Muss ich mal jetzt irgendwie versuchen, da anders ranzukommen. Komm. Was leckt der Scheiß denn jetzt hier so? Und Modric. Nein! Oh. Oh, Julio Cesar, der ist auch schon ein bisschen älter. Ja. Ne, Torwart ist, glaube ich, die größte Schwäche von denen. Nee. Zurzeit nicht. Oh, oh, der hat einen Schuss. So, Hulk! Oh, ach, komm! Den habe ich schon drin gesehen. Nicht nur du. Schade, schade, schade. So, ich glaube, Kortspielen bringt hier gar nichts. So Kombinationsfußball kann ich eigentlich vergessen. Das kann ich mir dann vielleicht mal gegen Kamerun erlauben. Die gibt's bei FIFA, ne? Das ist komisch. Glaube ich. Boah. Also ihr könnt. Fred. Ihr könnt jetzt jedes Spiel quasi wird orakelt. Ja, von alle 48 Vorrundenspiele. Ihr werdet die dann auf den jeweiligen Kanälen sehen. Also jetzt dieses Spiel werdet ihr halt entweder auf dem PeteSmeet-Kanal sehen oder bei Didi. Genau. Dann meinetwegen das Spiel Kamerun gegen Mexiko wird dann halt gezeigt auf B-Part Gaming und Grenz-LP. Oder Grenz. Grenz oder Grenz-LP? Ich will jetzt nichts Falsches ich sagen. Nur Gott, Grenz. Ich bin mir nicht sicher. Unter Grenz findet man ihn auf jeden Fall. Grenz, nimm Grenz. Grenz oder Grunz oder Grenz. Auf jeden Fall, die anderen Gruppen werden auch dann orakelt und dann werden wir auch das Achtel, Viertel, Halbfinale, Finale und spielen Platz 3 Orakel. Zumindest ist das der Plan. Genau, weil es ist, das hat mich am Anfang persönlich verwirrt, es ist halt ein Orakel. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel oder wenn du in der Vorrunde alles gewinnst, bist nicht automatisch weiter, sondern nur, wenn sie echt weiterkommen. Genau, also wenn jetzt Brasilien ausscheiden sollte im Real Life, was ich mal ehrlich gesagt nicht denke, aber gut, kann natürlich sein, dann seht ihr nur 3 Spieler quasi von mir. Aber wenn Kroatien weiterkommt bis ins Finale und Weltmeister wird, dann werdet ihr 7 Spiele von Didi sehen. Unabhängig von seiner Leistung, auch wenn er jetzt hier im Orakel alle verloren hat, aber wir werden jetzt einfach mal das beste Orakel sein. Die brauchen keine Kraken, die brauchen keine Hunde oder was es auch immer alles gibt. Oh, die nehmen einfach diese, YouTuber dieser Ersatz danach. Gib dem YouTuber einen Keks oder so, dann ist der. Oh, wow! Oh. War gar nicht schlecht. Nee. Das war cool. Aber es ist doch gut, die Schützen einfach. Kommt ja fast jeder aufs Tor. Ja, aber. Ich hab jetzt. Nein! Auf mich hin! Puh! Das war knapp. Und 1-0 bislang. Nur ich habe auch nur eine Standardsituation reingekriegt. Ich komme hier nicht durch diese Abwehr vernünftig durch. Ich schieße auch viel zu weit hinten. Ich spiele nicht gut. Das meinte Lukas gestern schon. Die Aufstellung ist ist zu defensiv. Da kommen wir nicht durch. Lukas ist für dich Best of PeteSmeet, richtig? Ja. Ja, nur das. Du hast gestern geübt, ne? Genau. Ja. Gegen Garn. Ein bisschen. Kann man ja eigentlich so erwähnen, oder sollte ja eigentlich kein Geheimnis mehr sein. Nee, wieso nicht? So, weiter. Ach,
komm, ey. Jetzt will ich aber gerne nochmal hier 2-0 sehen. Was ist denn hier los? So, jetzt. Neymar, jetzt zeig mal, was du kannst. Jetzt Distanz. Komm, ey. Ich komm damit oben. Nicht voran. Ja, oben. Unten. Hadi. Ja, das finde ich total schade, dass man wirklich das EA diese 2 gegen 2s rausgenommen hat. Sonst hätten wir von Pizmeet gerne echt wieder 2 gegen 2 Orakel die ganze Saison über. Aber das fiel leider aus und ja, schade. Angefangen hatte der ja mit FIFA 13 und dann kam FIFA 14, ne? Und dann war auch schon wieder Schluss. Das ist nix. Boah, ich komm da nicht durch. Eigentlich war es doch gar keine Veränderung, oder? Ich meine, der Modus bestand doch schon. Warum nimmt man ihn dann raus? Ja, keine Ahnung, das ist eine gute Frage. So, das war. Oh, also dieser Plitikosa, der macht mich hier fertig, der Junge. So, jetzt hier aber wenigstens noch ein. Auch kein. Oh, aber in Brasilien regnet es, ist auch ungewöhnlich. Ja, das ist der Monsun. Was hat denn für ein Abwurf? Das ist der Monsun. Die haben doch immer. Oder so, nee, nicht. Wie heißt denn das? Das heißt ja nicht Monsun, ich weiß gar nicht, wie das genau da heißt. Oder heißt das da auch Monsun? In Brasilien? Vielleicht Taifun. Nee. So, Marcelo. Marcelo, der kann nicht schießen. Warum will ich damit Marcelo angreifen? Ja, und abwehren. So, renn da oben. Bist du denn irgendwie auch Fußballfan von. Also, du wirst wahrscheinlich jetzt Deutschland. Oh mein Gott. Die Daumen drücken. Sprinte doch. Ja, Hannover 96. Oh. Ja. Das ist doch auch mal schön, dass es nicht immer nur Bayern und Dortmund ist. Ja. Sondern auch mal was anderes. Nee, ist eigentlich ungewöhnlich. Ich war als so Kind mal im Stadion. Oh. Und dann hat es mir gefallen und ja. Ganz einfach eigentlich. Und ich komme hier aus der Region, also passt sich das, man kann öfter mal hin und so. Warst du denn überrascht, als der Zieler nominiert wurde als dritter Torwart? Und nicht irgendwie Ter Stegen oder Leno? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Zieler nicht so. Also, ja genau, Ter Stegen, Leno, wen gibt es noch? Baumann, die hätte man ja alle. Ja, also an Torwerten mangelt es in Deutschland zum Glück nicht. Oder Fährmann nach der Saison, der hat auch richtig gut gespielt. So, jetzt! Das ist es! Nein! Och, Ramirez, du scheiß Penner! Das ist eh schon 90. Oh, da hätte es noch der 2-0 sein können. Schade. Aber nur 1-0 für Brasilien gegen Kroatien. Ich muss sagen, ich bin zufrieden. Ob da das Orakel recht hat. Ja, ich hätte gerne noch vielleicht ein Tor. Das hätte auch 1-1 sein können. Ich habe ehrlich gesagt keine richtige Chance auf die Beine gekriegt für. Außer diese Standardsache. Also, war ganz gutes Bollwerk. Aber vielleicht wirst du ja dann mal was heißen. Dann gegen Mexiko bzw. Kamerun. Das hoffe ich ja wohl. Ja, aber Torschüsse warst du ja weit vorne. Ja. Das war, du hast ja doch bestimmt jetzt 15 Schüsse oder so. Das ist mit Sicherheit. Grüßen Sie sich noch. Ja, cool. Nee, das war die erste FIFA-Orakel-Folge. Morgen werden dann auch wieder dementsprechend andere Orakels erscheinen. Genauen Spielplan werde ich euch bestimmt irgendwie zeigen, sonst in der Not gibt es dann das unten in den in der Spielbeschreibung und in der Textbeschreibung. Lasst mal bei Didi ruhig ein Abo da, ne, wenn es euch gefallen hat. Ja, ich will jetzt hier nicht zu viel Werbung machen, ne, aber. Ja, coole Battlefield-Videos, coole Titanfall-Videos, Best-ofs, go. Guckt mal da drauf, wenn es euch gefällt, könnt ihr ja mal machen, ne? Bedankt fürs Zusehen. Haut rein, vielen Dank, Didi. Und danke auch. Wir sprechen uns dann vielleicht mal irgendwann, ne? Vielleicht in einem Battlefield-Video oder sowas. Irgendwann. Mal schauen. Ja, das wäre eine coole Idee. Jo. Dann mach's gut, ne? Tschüss. Tschüss.